Herbst 2022. Arbeitskräfte werden verzweifelt gesucht. Wo sind die alle? Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns als Unternehmen bei den Bewerbern in Wahrheit bewerben und nicht mehr umgekehrt. Über das AMS, ganz ehrlich gesagt, die kommen und die wollen einen Stempel haben, die wollen gar nicht arbeiten. Ich habe Voraussetzungen ohne Ende, aber die Chance kriegt man. Was ist da los? Wollen die Unternehmen zu viel oder wollen zu viele einfach weniger arbeiten? Wie viel muss ich arbeiten? Kann ich am Wochenende zu Hause bleiben? Kann ich am Abend zu Hause bleiben? Ich glaube, dass die Sozialleistungen in Österreich teilweise zu hoch sind. Das Versagen der Politik ist traurig und nicht zu akzeptieren. Auf kurz oder lang, friss oder stirb. Eine Reise durch die heimische Arbeitswelt. Eine Welt fast ohne Personal. Der 7. Bezirk in Wien, ein ganz normaler Oktobermorgen. Das ist Renate Rosner. Sie ist die Wirtin vom Steirerstüberl, einem Gasthaus am Spittelberg. Eines der Lokale in Wien, in die es mich am Ende eines Drehtages oft hinzieht. Auf einen Tee oder so. Oder zwei. Sie ist gerade dabei aufzusperren. Oft wird das vermutlich aber nicht mehr passieren. Zu meinem Leidwesen. Hast du nicht gewusst, dass ich zusperre? Ja, was, das ist schwer. Man kriegt kein Personal mehr. Und allein ich arbeiten, das geht nicht. Das ist Wintergast, da kann ich mehr arbeiten. Wie gern da. Ich mag meine Stammgäste furchtbar gern. Aber was soll man tun, wenn man niemanden finden zum Arbeiten? Derartig unterbesetzt kann und will Renate nicht mehr weitermachen. Sie sucht nach einem Käufer oder einer Käuferin für ihr Steirerstüberl. Denn ohne Mitarbeiter geht nichts. Wo sind die alle? Wie viele Gastrobetriebe leidet das Steirerstüberl unter akutem Personalmangel. Seit Juli stehen Kellnerinnen und Kellner österreichweit auf der Liste der Mangelberufe. Ja, ganz einfach. Es war schon vor Corona sehr schwer, jemanden zu finden. Und die, was arbeiten wollten, die haben sich in den langen Lockdowns einen anderen Job gesucht. Und dann kommen sie dann nicht mehr retour. Sie haben angenehmere Arbeitszeiten. Es ist halt schon sehr familienunfreundlich. Wochenende-Dienst auf Nachtdienst. Und das will halt keiner mehr. Aber ich heiße für die Vergessen, mir auch in anderen Sparten gibt es keine Leute mehr zum Arbeiten. Keine Ahnung, wo die alle gekommen sind. Das frage ich mich auch und will der Sache auf den Grund gehen. Der Gastgarten des Steirerstüberls, der wird heute unsere Diskussionsplattform. Viele Betriebe können nicht mehr wirtschaften, weil ihnen schlicht die Leute fehlen. Einer, der wissen sollte, warum das so ist, ist er, AMS-Vorstand Johannes Kopf. Herr Kopf, wo sind die alle? Die eigentlich banale Antwort ist, sie arbeiten. Wir haben fast 100.000 mehr Beschäftigte als vor einem Jahr. Das heißt, tatsächlich, wir haben einfach noch mehr Wachstum und es braucht noch mehr Leute, als es aktuell gibt. Schauen wir einmal genauer hin. Ende September waren in Österreich rund 306.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit liegt die Arbeitslosenquote, Wirtschaftswachstum sei Dank, bei 5,7%, auf dem niedrigsten Stand seit 14 Jahren. Demgegenüber stehen 129.000 offene Stellen. Das sind um rund 13% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Und das spüren die Unternehmen quer durch alle Branchen. Laut einer Umfrage des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft sind 73% aller Betriebe derzeit stark oder sehr stark vom Mangel betroffen. Besonders schwer ist die Personalsuche bei Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, gefolgt von Transport, Verkehr sowie Gewerbe und Handwerk. Bitte sehr. Dankeschön. Ich habe gehört, Sie sperren zu. Wieso? Ja, leider. Kein Personal mehr. Oje. Aber ich habe nachgeschaut. Über uns haben sie nicht gesucht. Jetzt nicht, früher schon. Und über das AMS, ganz ehrlich gesagt, die kommen und die wollen einen Stempel haben. Die wollen gar nicht arbeiten. Das tut mir leid. Haben sie keine guten Erfahrungen gemacht? Nein. Es sind zwar schon wieder so viele Beschäftigte in der Gastronomie wie vor der Krise,
Aber andere Branchen haben natürlich deutlich mehr Personal. Und es ist auch, viele Leute tun jetzt auch nachholen, sozusagen, was sie versäumt haben während der Pandemie. Es gibt Lokale, die sind ganz voll. Gibt es auch, ja. Mit Personal voll? Mit Gäst voll. Ja, das sind wir auch, weil wir uns oft absagen, so Leute reservieren, weil wir keine Leute zum Arbeiten haben. Weil wir einfach unterbesetzt sind. Aus dem Fachkräftemangel der vergangenen Jahre ist längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Überall fehlt die Man- oder Woman-Power, egal ob hochspezialisiert oder Hilfskraft. Hilfskraft in ihrer Unqualifiziertheit in gewisser Weise liegt, das ist jetzt zynisch, aber soll es nicht sein, eigentlich auch ein Vorteil, nämlich der, dass die Hilfskraft vielfach Hilfskraft auch in anderen Branchen sein kann. Ein Schlosser kann nicht leicht Branche wechseln. Aber Hilfskraft kann, wenn statt abwaschen, auch in einem Lager arbeiten oder im Handel aushelfen oder bei LKWs beladen oder was auch immer. Das heißt, die sind natürlich flexibel und die Bereiche, die den Leuten weniger attraktiv erscheinen oder auch sind, aufgrund der Arbeitszeiten zum Beispiel, die haben Schwierigkeiten, Personal jetzt zu finden. Ich möchte ein bisschen davor warnen, dass man glaubt, nur weil jemand als Unternehmer glaubt oder Unternehmerin glaubt, nur weil jemand meinen Job nicht will, will er gar nicht arbeiten. Und wie könnte jetzt eine Lösung ausschauen? Ich besuche ein Job-Speed-Dating in Wingliesing. Hier sollen Unternehmen wie Arbeitslose eine niederschwellige Chance haben, zueinander zu finden. In der Theorie stehen einer offenen Stelle drei Personen ohne Job gegenüber. In der Praxis passt aber freilich längst nicht jeder Topf auf einen Deckel. Alle haben sie unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen, Betriebe wie Bewerberinnen oder Bewerber. Das war immer schon so, aber die Machtverhältnisse, die dürften sich verschoben haben. So, Lara, guten Tag. Hallo, grüß dich. Ich darf mich setzen. Ja, selbstverständlich. Bitte, alles. Grüß Gott. Wenn Sie jetzt da sitzen als Recruiter, ja? Darf ich Sie fragen, wie lange machen Sie das schon? Bei der Firma Forstinger oder generell? Generell kann man jetzt sagen, knapp 10 Jahre. Wow. Das heißt, Sie haben einen Überblick, wie die Arbeitssuchenden vor 10 Jahren mit Ihnen gesprochen haben und wie sie heute mit Ihnen sprechen. Mhm. Ist da ein Unterschied? Definitiv. Also wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns als Unternehmen bei den Bewerbern in Wahrheit bewerben und nicht mehr umgekehrt. Das habe ich schon so oft gehört, aber ist das wirklich so? Das ist tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, dass die Leute viel mehr jetzt schon auf Work-Life-Balance schauen. Wie viel muss ich arbeiten? Kann ich am Wochenende zu Hause bleiben? Kann ich am Abend zu Hause bleiben? Also ich weiß nicht, was diese Pandemie verursacht hat in diesem Arbeitsmarkt, aber es gibt auf einmal in diversesten Branchen Probleme, Arbeitskräfte zu bekommen. Und das ist Gastro, Hotel, Reinigung. Ein Inserat, das mit dem Kollektivvertrag wirbt, ist eigentlich verlorenes Geld in der derzeitigen Situation. Höchstwahrscheinlich, ja. Davon kann auch Renate Rosner vom Steirerstüberl ein Lied singen. Geld alleine ist längst nicht mehr alles. Ein halbwegs gutes Einkommen ist lediglich ein Wohlfühl, ein Hygienefaktor, eine Mindestanforderung. Das sagt auch Christian Korunker, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Wien. Die Leute wollen mehr. Das ist prinzipiell nichts Neues. Die Pandemie dürfte das aber verstärkt haben. Dass das Gehalt ein Hygienefaktor ist, wissen wir schon lange. Aber jetzt kommen neue Elemente dazu, zum Beispiel Homeoffice. Homeoffice war vor Covid etwas, was ein tolles Unternehmen gekennzeichnet hat. Das hatte das und da ging man besonders gerne hin und so weiter. Jetzt ist es so, es ist zum Hygienefaktor geworden eigentlich. Also ein Bürojob, der kein Homeoffice bietet, ist so wie ein Bürojob, der zu wenig Gehalt bietet. Das wird zur Selbstverständlichkeit. Und das ist die Basis letztlich. Und auf dieser Basis aufbauend gelten immer die gleichen Muster. Also wir Menschen ticken quasi nach gewissen Grundprinzipien, Grundmotiven und die sind immer die gleichen. Und auf dieser Pyramide oben steht natürlich die Selbstverwirklichung, die Suche nach dem sinnvollen Leben, nach dem zufriedenen Leben und all diesen Dingen. Wenn so viele Menschen den Sinn in ihrer Arbeit nicht finden, spüren das nicht nur die Unternehmen, sondern wir alle. Hier wartet man vielleicht ein bisschen länger auf die Melange, geschenkt. Brauche ich aber zu Hause einen Handwerker oder eine Handwerkerin, dann ist das um einiges lästiger. Alleine den Installationsbetrieben in Österreich fehlen knapp 2000 Leute. Im Gastgarten des Steirerstüberls in Wien sitzen jetzt zwei Steirer.
die wegen des Personalmangels in ihrer Firma zu radikaleren Mitteln greifen. Die Chefs der Firma Kubica sind echte Pioniere. Sie haben für ihre Monteure die Vier-Tage-Woche eingeführt. Weniger Stunden bei vollem Lohn. Ausschlaggebend in erster Linie war der Grund eigentlich, dass uns innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen drei Mitarbeiter verlassen haben, gute Mitarbeiter. Aber nicht so, das ist ja das Hauptthema, sie wechseln ja nicht zur Konkurrenz, dass man sagt, man muss Firmen intern irgendwas ändern, sonst wir verlieren sie komplett aus der Berufssparte. Bei den Firmenchefs schrillen also die Alarmglocken. Menschen, die wir gerade heute dringend brauchen, Angestellte von Installationsbetrieben, die uns zum Beispiel auch die Solaranlagen auf die Dächer schrauben sollen, verlassen ihren gelernten Beruf, um in weniger anstrengenden Branchen unterzukommen. Um beim Kampf um die besten Köpfe nicht durch die Finger zu schauen, überzeugen die beiden Unternehmer erst ihr Stammpersonal vom Umstieg auf die Vier-Tage-Woche. Kevin Huber zum Beispiel war erst skeptisch, stimmte dann aber zu. Geld ist nie schlecht, aber ich habe zwei kleine Kinder und dadurch ist mir die Freizeit schon sehr recht. Es ist ja trotzdem so, die Bereitschaft, wenn du länger arbeiten möchtest, der Chef sagt nicht nein. Also du jederzeit kann man Freitag, ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich Freitag gearbeitet, weil es halt, meine Baustelle ist nicht fertig geworden, da habe ich gesagt, passt, das mache ich jetzt fertig. Und also da gibt es schon eine Balance. Der Kaffee zur Morgenbesprechung, der muss jetzt allerdings flotter getrunken werden. Weil man jetzt 35 statt 38,5 Stunden arbeitet, mussten Stehzeiten reduziert werden, denn die Arbeitsmenge bleibt ja gleich. Manche sorgten sich, dass die Stundenreduktion Stress generieren würde, was sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Ja, am Anfang habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht stressiger wird, aber durch den, dass ich mehr Freizeit habe und meine Energiereserven am Wochenende wieder durch Hobbys und so auftanken kann, gehe ich mit mehr Freude in die Arbeit und im Endeffekt leiste ich das Gleiche. Krankenstände gibt es jetzt in der Firma Kubica übrigens weniger. Dafür gibt es zwei Monteure mehr. Das Konzept dürfte aufgehen, auch wenn man zu Beginn Gegenwind verspürt hat. Das war wirklich eine Eskalation, quer durch unsere Branche, durch Kunden. Wie geht das? Wie ist das machbar? Man sieht dann aber auch, wie engstirnig. Ja. Na, da war die Unsicherheit einfach ganz hoch. Nein, wie engstirnig das Denken ist. Weil die größte Sorge von den Kunden war, wer kommt am Freitag? Und ich habe gesagt, wenn wir 4 Tage, 35-Stunden-Wochen, das kann Donnerstag bis Sonntag sein. Ruft es an, so wie immer, und schaut, ob es wer kommt. Das ändert für den Kunden gar nichts. Aber langfristig wird es sehr schwierig, Mitarbeiter zu halten. In den meisten Berufen, am Bau, durchwegs, durch alle Branchen, glaube ich, dass auf kurz oder lang friss oder stirb. Friss oder stirb, das klingt nicht gut. Zurück beim Job-Speed-Dating kommt mir jedenfalls vor, dass sich die Leute ganz genau anschauen, was die Betriebe so anzubieten haben. Aber es sieht zumindest gut besucht aus. Wenn ich jetzt denke, wir haben so ein Job-Speed-Dating im 2020 gemacht, da haben wir zum Beispiel in Simmering waren noch ca. 350 Leute, die uns besucht haben. Mhm. Heute waren wir auch gut besucht, aber wir haben nicht mehr so viele Besucher gehabt wie in 2020. Und es entsteht auch ein Bewusstsein, okay, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung, aber ich möchte auch dafür was bekommen. Es herrscht also durchaus ein neues Selbstbewusstsein bei den Arbeitssuchenden. Die Ansprüche sind gestiegen, man kennt seinen Wert. Für manche Unternehmen ein Problem. Sodra, grüße. Grüße, Hütter, Firma Wiesag, grüß mich. Firma Wiesag macht was? Wir sind zuständig für Reinigung, Bewachung, Security-Dienste. Ah, Reinigung, Bewachung, Security. Das heißt, Sie sind nicht im Top-Gehaltsbereich unterwegs, nicht Sie persönlich, sondern Ihre Firma, ne? Auch ich nicht, aber auch generell. Es wird kollektivvertragmäßig generell in der Branche bezahlt. Mhm. Das ist bei allen gleich. Da gibt es einen ganz strengen Kollektivvertrag und dementsprechend, das sind bei einer Reinigungskraft 9,71 Euro in der Stunde. Und brutto. Das wird brutto, das wird überall so bezahlt, genau. Und wo haben Sie Probleme? Wir haben große Probleme, Reinigungskräfte zu finden. Warum?
weil ich glaube, dass die Sozialleistungen in Österreich teilweise zu hoch sind und die Leute sehr wenig Animo haben, wirklich dann um dieses Gehalt arbeiten zu gehen. Wenn man jetzt vom AMS hergeht und der bekommt jetzt zum Beispiel 800 Euro, ja, und verdient dann bei uns für 11,5 Stunden in der Woche 475 Euro im Monat brutto für netto dazu. Geringfügig beschäftigt. Dann ist er auf 12,70. Und wenn Sie jetzt die 9,71 mal 40 Stunden rechnen, dann sind es ein bisschen über 1.600 Euro brutto, also bei 1.260,70 netto. Mhm. Dann ist schon die Frage für 40 Stunden arbeiten, wo habe ich die Motivation, dann arbeiten zu gehen. Wenn Sie keine Leute finden, jetzt sage ich ganz blümchenblau, zahlen Sie halt 11,73 statt 9,73. Ja, das geht leider nicht, weil der Kunde nicht mehr bezahlt und das in der ganzen Branche so ist und dann ist man nicht konkurrenzfähig. Ich will Ihnen nicht nahe treten, aber 9,71 Euro würden Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn dafür arbeiten schicken? Wenn es nichts anderes gibt und wenn man nichts anderes gelernt hat, warum nicht? Aber es gibt offensichtlich was anderes. Ja, AMS-Geld. Das gleiche Einkommen für 12 oder 40 Stunden Arbeit. Was könnte schiefgehen? Das hört man öfter einmal, dass alle beim AMS wären. Auch Renate Rosner vom Steirer Stüberl glaubt, dass es so manchen gibt, der ein monatliches Arbeitslosengeld dem täglichen Stress in der Gastro vorzieht. Arbeitsmarktökonomin Andrea Weber sieht das anders. Also ich glaube nicht, dass das Arbeitslosengeld in Österreich zu hoch ist. Wenn man es im internationalen vergleicht, ist das Arbeitslosengeld in Österreich ungefähr im Schnitt oder etwas darunter. Und die Dauer, für die das Arbeitslosengeld bezahlt wird, ist niedriger als in den meisten Nachbarländern in Österreich. Also man kann zeigen, dass die Arbeitslosen im Schnitt unglücklicher sind als die Beschäftigten. Obwohl sie eben nicht arbeiten müssen und auch Beihilfen beziehen, ist es für viele Arbeitslosen eine Stresssituation, ja, die das nicht unbedingt freiwillig gerne machen. Was könnte man also tun? Stille Reserven am Personalmarkt aktivieren, heißt es. Frauen zum Beispiel. Ungefähr die Hälfte der Frauen, die arbeiten, machen das nur Teilzeit. Aber warum eigentlich? Das hängt damit zusammen, dass sie Kinderbetreuungsverpflichtungen haben. Aber viele Frauen, nachdem die Kinder auch aus der Schule heraus sind oder mehr selbstständig sind, bleiben in diesen Teilzeitbeschäftigungen, weil sie ihre Freizeit gerne haben. Ja. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass sie sich daran gewöhnen oder dass sie eben gern diese Freizeitaktivitäten machen. Aber es mag auch damit zusammenhängen, dass sie sich nicht genug wertgeschätzt fühlen in diesen Teilzeitjobs, die sie haben. Ja, also es könnte sein, dass man es für die attraktiver machen müsste, Vollzeit zu arbeiten. Hier ist das nächste Problem, die Kinderbetreuung. Alexandra Wirtz-Bitzka aus Graz ist eine Arbeitskraft wie aus dem Bilderbuch. Hochqualifiziert und motiviert will sie Vollzeit arbeiten und tut das auch. Damit könnte es für die Mutter von Zwillingen aber bald vorbei sein. Der Grund: Österreich liegt in Kinderbetreuungsagenten im letzten EU-Drittel. Die Steiermark ist bei den 3- bis 5-Jährigen gleich Schlusslicht. Im Sommer waren dort tausende Plätze in Krippen und Kindergärten in Gefahr. Warum? Wieder das Gleiche: Personalmangel. Bei uns zum Beispiel, wir arbeiten beide Vollzeit. Unsere Einrichtung ist nach wie vor unterbesetzt. Das heißt, wenn die Einrichtung auf halbtags reduziert wird, bringt es mir nichts, weil wir beide Vollzeit arbeiten und keine Großeltern hier haben, auch keine andere Hilfe. Und das heißt, wir haben gesagt, es ist jetzt nur die Frage der Zeit, bis es weiter eskaliert. Das hilft nichts, wir müssen auf die Straße. Ja. Im Sommer schließt sich Alexandra mit anderen gleichgesinnten Eltern zusammen. Ein kollektiver Hilfeschrei. Es ist traurig, dass wir heute hier bei diesem Wetter mit unseren Kindern stehen müssen. Das Versagen der Politik ist traurig und nicht zu akzeptieren. Wir können und wollen nicht wegschauen. Aufgrund der unattraktiven Rahmenbedingungen verbleibt im Schnitt nur ein Viertel der ausgebildeten Pädagoginnen und der wenigen Pädagogen in den Kindergärten. Eigentlich ein Irrsinn. Dabei wird seit Jahren gepredigt, dass sich etwas ändern muss, etwa von Christiane Spiel, der Koryphäe im Bereich der Bildungspsychologie in Österreich. Investitionen in die Bildung sind gleichzeitig Investitionen in alle anderen Politikfelder. Das sind Investitionen in die Wirtschaft, Investitionen in die Immigration, Investitionen im Gesundheitsbereich und auch Investitionen, über die sich der Finanzminister freuen würde, weil die zahlen natürlich auch mehr Geld für den Staat, weil sie mehr verdienen. Die Steiermark bietet jetzt allen, die sich nach der pädagogischen Ausbildung für 3 Jahre verpflichten,
eine Prämie von stolzen 15.000 Euro an. Bis das greift, wird es dauern. Aktuell gibt es im Bundesland hunderte offene Stellen in der Kinderbetreuung und das hat Folgen. Bei uns haben wir tatsächlich überlegt, dass einer von uns, in dem Fall wäre das gewesen, mein Partner, dass der kündigt, beziehungsweise nur geringfügig arbeitet. Jegliche Szenarien mit Halbtagsbetreuung und zusätzlich Au-pair kommen auf über 1.000 Euro im Monat. Teilweise haben wir auch schon an Lösungen gearbeitet, wo einfach die Eltern sich zusammenschließen und zwei Tage die Woche einfach einen Dienst quasi haben und alle Kinder privat betreuen. Also wir hatten schon einige Lösungen, aber ich glaube, das, was am meisten auftreten wird, ist leider Stunden reduzieren oder kündigen. Der größte Motorradhersteller Europas sitzt in Mattighofen in Oberösterreich. Kaum ein anderes Unternehmen hat so ein dynamisches Image in Österreich wie KTM. Trotzdem, auch hier muss man sich ums Personal bemühen, genauer gesagt um Lehrlinge. 10.000 fehlen in der Industrie, sagt die Industriellenvereinigung. Bei KTM lockt man sie mit Gratis-Handys, Laptops und bei guter Abschlussprüfung sogar mit einem Motorrad. Für uns ist es wichtig, die Menschen relativ bald an unser Unternehmen zu binden. Ja, für uns ist die Lehrlingsausbildung ein essentielles Instrument auch der Mitarbeiterakquise. Wir haben, seit wir die Lehrlingsausbildung haben, 1.500 Lehrlinge ausgebildet. 80% davon sind noch im Unternehmen. Das entspricht einem Viertel unserer Belegschaft, haben bei uns begonnen. Und daher war es ganz einfach ein logischer Schritt, hier weiter zu investieren, um dieses Instrument auch letztendlich weiterzuentwickeln. 2,5 Millionen Euro hat KTM gerade in eine neue Lehrwerkstatt gesteckt. Dennoch, selbst hier kennt man ein Problem, das den Fachkräftemangel befeuert. Die beliebtesten Lehrberufe bei Mädchen sind und bleiben seit Jahren Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseurin. Das Leben Motorrädern oder Maschinen zu widmen, ist auch 2022 noch immer eine klare Männerdomäne. Frauen gibt es leider nicht so viel. Ich glaube, wir sind jetzt 3 oder 4 im Metallbereich, 3 sind wir. Und zwar im Kfz-Bereich. Bei den kaufmännischen Berufen sind natürlich mehr. Ich glaube eher, dass daran liegt, dass nicht so viele Mädchen da sind, weil sie sich nicht trauen, weil die Gesellschaft das nicht akzeptiert, weil sie das denken halt. Anfang des Jahres gab es 108.000 Lehrlinge in ganz Österreich. Das sind rund 800 weniger als im Vorjahr. Der Kampf um die Jungen, er wird härter. Working class hero is something to be. Anders sieht es bei den Älteren aus. Dabei wären sie eine stille Reserve für den Arbeitsmarkt. Aber selbst in Zeiten des Personalmangels ist es für Menschen 50 plus sehr hart, einen Job zu finden. Ich versuche mal mein Glück beim Job Speed Dating. Grüße. Grüße. Zach. Grüße Sie. Wie kann ich helfen, Herr Setz? Es kommt ein 58-jähriger Mann hierher. Ja. Der gesund ist, ja, aber halt auch nicht mehr ewig arbeiten wird können. Ja. Hätten Sie irgendwas im Angebot? Es kommt ganz davon, für was Sie sich interessieren. Wenn Sie sagen, ich habe den Background, was ist nicht, Büro, administrative Kraft, ja, dann finden wir da sicherlich auch etwas. Wenn Sie sagen, nein, ich möchte einen dazustellen, ich möchte mich trotz meines Alters noch körperlich betätigen. Sagen Sie das jetzt, weil Sie im Fernsehen sind oder haben Sie tatsächlich Jobs für 58 Jahre? Das sage ich, weil ich das tagtäglich mache und auch Jobs an solche oder in diesem Alter, Personen in diesem Alter auch vergeben. Wir haben tatsächlich auch in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ich müsste jetzt lügen, welches Monat war, aber auch einen Samstagszustellerjob an einen 70-Jährigen vergeben. An 70-Jährigen? Ja, Alter ist eine Nummer. Schön gesagt, aber es gibt sie halt doch, die Vorurteile gegenüber Älteren. Zu teuer werden sie, zu oft krank, zu weit hinten, was technische Fähigkeiten angeht. Viele bleiben einfach auf der Strecke. Ich mache eine Fortbildung zur nächsten. Ich habe einen Brandschutzbeauftragten, einen Staplerschein. Ich mache jetzt einen Schwarzkurs. Also ich habe Voraussetzungen ohne Ende, aber die Chance kriegt man nicht. Sie sind wie lange schon da jetzt beim Speed-Dating heute? Ich bin jetzt seit 10 Minuten hier. 10 Minuten? Ja. Das heißt, Sie haben noch keine Erfahrungen gemacht? Doch, ich war schon bei 3 Unternehmen. In 10 Minuten? In 10 Minuten, ja. Das klingt nicht erfolgversprechend. Naja, oh ja, das klingt schon ganz gut. Nur Sie haben mir jetzt aktuell keine Jobs anbieten können und haben mich alle auf ihre Seiten verwiesen. Machen wir den
Versuch, Sie wären jetzt 36. Glauben Sie, Sie hätten schon einen Job? Mit Sicherheit. Vor allem Älteren will man an einem Ort helfen, der für seine Arbeitslosen vor langer Zeit berühmt geworden ist. In Gramert-Neusiedl. Hier wurde in den 1930er Jahren die bahnbrechende Studie zur Langzeitarbeitslosigkeit durchgeführt. Die Arbeitslosen von Marienthal. Der ehemalige Schuhgeschäftsbesitzer Karl Blacher hat über das weltweit einzigartige Projekt Magma einen Job gefunden. Mit Magma hat man die Langzeitarbeitslosigkeit in Gramert-Neusiedl de facto auf Null gesetzt. Denn das Projekt garantiert allen, die in der Gemeinde mehr als ein Jahr lang arbeitslos sind, eine Anstellung. Wenn ja die Großeltern, die Eltern, was hier alle Schuhmacher gelernt haben, am Anfang wurden nur Schuhe erzeugt und repariert und anschließend wurde mit den Schuhen auch gehandelt. Ja, aber es war halt nachher zu wenig, um zu überleben, ganz einfach. Und teilweise, ja, eben die Konkurrenz und die Hauptkonkurrenz war sicher der Onlinehandel. Ne? Wie viele andere hat sich Gramert-Neusiedl langsam in eine Schlafgemeinde verwandelt. Gearbeitet und eingekauft wird woanders. Die letzten 3-4 Jahre waren schon schwierig. Hat man probiert, nach Nischen gesucht. Und es haben sogar die Vertreter, was die Schuhe uns mir verkauft haben, eine gute Firma, bekannte Firma, die hat gesagt, flüchten Sie. Flüchten Sie vom Schuhhandel. Mittlerweile hat er wieder Arbeit als Facility Manager. Dank Eigeninitiative und dank des Projekts Magma, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich nicht nur auf Bewerbungen vorbereiten. Auch in Werkstätten, zum Beispiel in einer Tischlerei oder in der Gärtnerei, werden grundlegende Kompetenzen aufgefrischt. Auch Andrea Herold ist über das Projekt angestellt und hat jetzt wieder einen geregelten Arbeitsablauf. Den hatte sie vor Jahren verloren. Sie arbeitete bei einem Schmuckhersteller. Dann hatte sie einfach Pech. Ich hatte mit nahezu der ganzen Welt Kontakt und habe dann leider Anfang 2019 aufgrund von einem Konkurs meinen Job verloren. Damals ist eine Welt für mich zusammengestürzt. Ich habe massive psychische Probleme bekommen, war danach auch 1,5 Jahre im Krankenstand und bin dann praktisch beim AMS gelandet. Knapp die Hälfte der bei Magma Beschäftigten hat es bereits wieder zurück in die Privatwirtschaft geschafft. Bis 2024 läuft das Projekt des AMS, dann wird man Nutzen und Kosten gegenüberstellen. Jedenfalls will man hier mit Vorurteilen gegenüber Langzeitarbeitslosen aufräumen. Diese weit verbreitete Meinung, die liegen den ganzen Tag in der Hängematte und lassen sie die Sonne auf den Bauch scheinen, leben vom Geld anderer, das ist ein Klischee, das weit verbreitet ist. Ich glaube, das Allerwichtigste, auch für die Gesellschaft, ist dann eben zu sehen, dass wenn Personen diese Regelmäßigkeit, diesen regelmäßigen Ablauf in ihrem Leben haben, eine Aufgabe haben, einen Arbeitsplatz, wo sie gerne hingehen und wo sie auch etwas Produktives und Kreatives machen können, das verändert den Menschen und zwar zum Positiven. Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch die Universitäten Wien und Oxford konnte bereits Zwischenergebnisse liefern. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch jenen ohne Job, gibt es einen signifikanten Rückgang bei psychischen Beschwerden. Ich fühle mich auf jeden Fall wieder wichtig. Ich fühle mich gebraucht. Ich fühle mich für die Gesellschaft wertvoll. Das war lange Zeit nicht so. Mein Tagesablauf ist jetzt wieder geregelt. Also ich habe jetzt Grund aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, alles Mögliche zu machen. Ich habe das Glück, dass mir die Arbeit hier auch wirklich großen Spaß macht. Das heißt, mein Leben hat sich in den letzten paar Monaten wirklich um ein großes Stück wieder zum Positiven geändert. Es geht aber nicht nur darum, dass die Menschen wieder einen Sinn im Arbeitsleben finden. Es hat auch einen ganz banalen Grund, warum auch Langzeitarbeitslose wieder zurück in den Arbeitsmarkt müssen. Die demografische Entwicklung. Die Bevölkerung wächst zwar immer noch, bis 2050 um ca. 7,7%, heißt es. Doch es sind vor allem die älteren Semester, die einen immer größer werdenden Anteil der Bevölkerung ausmachen. Das Problem dabei, die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 wird im gleichen Zeitraum um 4,8% sinken.
Aktuell steht der Arbeitsmarkt vor einer besonderen Belastungsprobe. Die Babyboomer, die geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit, also Leute wie ich, die verabschieden sich. 1,9 Millionen Boomer kommen seit 2019 bis zum Höhepunkt der Pensionswelle im Jahr 2034 ins Pensionsalter. Und das merkt man in vielen Bereichen. Zum Beispiel bei der Polizei, in der Abfallwirtschaft, an Schulen, bei Ärztinnen und Ärzten oder im Verkehrssektor. Auch bei den Wiener Linien, die pro Tag knapp 2 Millionen Gäste transportieren. Europaweit beneidet man Wien um die kurzen Öffi-Wartezeiten. Doch der Verkehr gerät ins Stocken. Es fehlen 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, obwohl man in den letzten Jahren 2000 Personen rekrutieren konnte. Kein Wunder, dass die BIM manchmal nicht und nicht daherkommen mag. Die Fahrgäste müssen derzeit etwas längere Wartezeiten in Kauf nehmen, als sie es von diesem dichten und zuverlässigen Netz der Wiener Linien gewohnt sind. Und das tut mir auch sehr leid. Und an der Stelle möchte ich mich auch dafür entschuldigen. Weil an oberster Stelle steht natürlich, die Fahrgäste zu transportieren. Nur, wie wir eben schon gehört haben, es sind derzeit auch bei uns zu wenig Arbeitskräfte hier. Und da muss ich auch sagen, die fahren, die gehen teilweise an ihre Limits. Wir sprechen Pensionistinnen und Pensionisten mittlerweile an. Es gibt ihre viele, eigenen Pensionisten. Unsere eigenen, ja, die zum Teil noch über Fahrberechtigungen verfügen, einfach für ein paar Stunden wieder zu kommen. Und auch das funktioniert. Ja. Rettet uns in Summe natürlich nicht, aber es ist das, was man jetzt einmal machen kann. Und wir fahren natürlich sehr intensiv und ich hoffe, das fällt auch auf Recruiting-Kampagnen in der Stadt und im Umland. Und das ist Thomas Kaltner. Er ist 30, kommt aus dem Einzelhandel und möchte Straßenbahnfahrer werden. Und das ist Angelika Castillo, sie ist seine Ausbildnerin. In der nächsten Haltestelle bleiben wir dann stehen, achten auf den Haltepunkten. Kurz hochbeschleunigen, noch ein bisschen, bis wir unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, die wir hier fahren dürfen. Und Sie machen das schon lange, das Geschäft? Ja, man weiß es eh, aber man denkt halt nicht immer dran, deshalb steht es auch an der Türe. Nicht sprechen mit dem Fahrpersonal. Was ist denn das Faszinierende am Straßenbahnfahren? Sie sind ja doch an die Schiene gebunden, ne? Das ist richtig. Das macht es zum Teil einfacher, zum Teil schwieriger. Aber es ist halt einfach ein schönes Gefühl, so ein 40 Tonnen unter sich zu haben und damit durch die Stadt zu fahren und die Leute zu transportieren. Das ist ein bisschen was Mächtiges. Also. Ja, schon. Ja. Hat was Gutes, hat ein gutes Gefühl. Jetzt suchen die Wiener Linien fieberhaft nach Straßenbahnfahrerinnen und Fahrern. Mhm. Haben Sie eine Idee, wieso so wenig sich für den Beruf interessieren? Ich glaube, ein großer Teil macht aus der Schichtdienst. Davon sind, glaube ich, viele abgeschreckt durch die Arbeitszeiten einfach. Was auch verständlich ist, wenn man Familie, Kinder hat, ist es nicht einfach zu arrangieren. Sind Sie auch schon mit dem Vorwurf konfrontiert gewesen, dass junge Menschen sich zu wenig anstrengen würden und sie hätten keine Motivation und sie wollen nur 4 Tage arbeiten? Kennen Sie das? Teils. Es ist schon so, dass du immer wieder Leute, glaube ich, dabei hast, die ja nur das Notwendigste machen wollen und dafür natürlich möglichst viel Geld bekommen. So, aufpassen beim Rausfahren, bitte nach rechts schauen, dass nichts von drüben kommt. Apropos Geld. Als Einstiegsgehalt bekommt man als BIM-Fahrer 2.300 Euro brutto pro Monat. Nach 5 Jahren können das gut und gern 3.000 sein. Und krisensicher ist der Job auch noch. Trotzdem sucht das Unternehmen aktuell nach 80 Straßenbahnfahrerinnen oder Fahrern. Ganz verstehen muss man das nicht. Wofür arbeite ich? Ja? Wofür möchte ich einen Beitrag leisten? Und das merke ich bei den jungen Leuten in Wien, merke ich zwei Dinge. Der Führerschein ist nicht mehr so wichtig und der Sinn im Job bekommt mehr Bedeutung. Gleichzeitig ist man immer bereit, 60 plus zu arbeiten. Wir haben uns damals noch ein bisschen rauflizitiert, indem wir gesagt haben, ich arbeite 60 Stunden plus. Nein, Manager arbeiten 70 Stunden plus. Es hat keiner darüber nachgedacht, ob das eigentlich auch auf Dauer gesund ist. Schichtbetrieb, Überstunden, Nachtdienste, davon lässt sich Thomas Kaltner jedenfalls nicht abhalten. Er wollte schon als Kind Straßenbahnfahrer werden und jetzt geht dieser Traum in Erfüllung. Plan B, sollte er die Prüfung nicht bestehen, hat er keinen. Das wird nicht passieren. Was ist denn das Schwierigste? Beim Fahren? Mhm. Ja, ich glaube, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. Okay.
in Störungsfällen, in Ausnahmesituationen, in Notfällen einfach ruhig bleiben und richtig handeln. Und rechtzeitig bimmeln. Genau. Bimmeln und bremsen. BB, bimmeln und bremsen. So schwer kann das ja jetzt nicht sein, dieses BIM-Fahren. Vielleicht wäre das etwas für mich in meiner Pension, denn Pensionisten sind ja hier im Moment heiß begehrt. Autofahren geht ja ganz gut, also fehlt mir nur noch Bimmeln und Bremsen. Leider darf ich nicht mit einer echten BIM fahren, das erlaubt das Gesetz nicht. Aber im Fahrsimulator kann ich ja mal zeigen, was ich drauf habe. So, links habe ich die Glocke. Ist die Wand. Gut, dann geht's los. Wo steht das? Ist eine Vereinigungsweiche. Wo steht, wie schnell ich fahren darf? Das müssen wir wissen. Wie viel wäre das bei der Vereinigungsweiche? Vereinigungsweiche im Gleisbogen, 15 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ich war 20 km/h unterwegs. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja. Jetzt fangen wir langsam wieder an zum Bremsen ein bisschen. Weil unser nächstes Vorsignal. Achtung. Das ist aber nur ein Vorsignal. Wir können ruhig weiterfahren. Ich kann noch weiterfahren. Das ist eine Weiche, darf ich nur 15 fahren, oder? Es kommt drauf an. Das ist eine Vereinigungsweiche in der Geraden, da dürfte man sogar 25 fahren. Siehst, das ist alles zu kompliziert. Nein. Halt. Das sind ganz schön viele Signale. Ja, auf die man achten muss. Aber das ist ja dann kaum, da kommt man ja kaum zum Fahren. Okay, vielleicht sollten da dann doch andere sich versuchen, wenn man welche findet. Fehlen Arbeitskräfte, kann es also sein, dass man einmal länger auf die BIM warten muss, na soll sein. Es kann aber auch so weit kommen, dass man sein zweites Wohnzimmer verliert. Die Stammgäste von Renate Rosners Steirer Stüberl sind seit der Nachricht, dass die Wirtin ihr Lokal verkaufen will oder muss, irgendwie fassungslos. Aber der Personalmangel gepaart mit Teuerungen bei Energie und Lebensmitteln lassen ihr keine andere Wahl. Anderswo, etwa bei der Gewerkschaft, glaubt man, dass die Probleme von Gastro, Hotellerie und Tourismus irgendwie auch hausgemacht sind. Für Renate ist das in Zeichen der Krise kein einleuchtendes Argument. Ihr erlebt halt im Tourismus gerade das, was halt ewige Zeiten schon davor ist. Nämlich erkennen die Leute zu fahren, wo sie halt einerseits mehr verdienen, bessere Arbeitsbedingungen haben, am Wochenende arbeiten müssen. Das ist ein schwerer Job, Gastro. Was tun wir? Man tät gern mehr zahlen, man muss es leisten können. Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft WIDA, sieht die Unternehmen in der Pflicht. Sie gingen nicht auf die Bedürfnisse der Arbeitssuchenden ein, sagt er, und sie sind selbst ein bisschen schuld. Jeder von uns, der arbeiten geht, der trachtet nach zumindest drei Dingen. Das eine ist Schutz, das zweite ist Sicherheit und das dritte sind Lebensperspektiven. Der vermeintlich banalste Teil ist Schutz. Keiner von uns will in seinem Job irgendwie um Leib und Leben fürchten müssen. Ja. Sag, warum haben wir zum Beispiel gerade bei den Zugbegleiterinnen momentan die höchste Fluktuation, weil dort halt das Thema Übergriffe leider an der Tagesordnung steht. Warum findet man keine Buslenker zurzeit, weil sich ja keiner gerne im Job anspucken lässt. Zweiter Teil, Sicherheit. Wer von uns geht schon gerne in einen Job, wo er weiß, er hat eine Kündigungsfrist von einem Tag und morgen bist du ein Haken los und du weißt nicht mehr, wie du deine Miete zahlst, wie du dein Lebensunterhalt kriegst, wie du deine Kinder ernährst etc. Ja, das will man nicht, also Sicherheit. Und das Dritte sind Lebensperspektiven. Na klar, will man sich mit dem, was man opfert, nämlich mit seiner Lebenszeit, die man verkauft, auch irgendwo ein gutes Leben, ein gelungenes Leben leisten können. Da geht es dann natürlich um Einkommen, da geht es um Entwicklungsmöglichkeiten etc. So, und jetzt schaue ich am Arbeitsmarkt, welche Jobs sind da und welcher Job bietet mir all das in welcher Form? Ja. Angebot und Nachfrage? So einfach ist das? Der Markt, der heilige Markt, er regelt mehr oder weniger. Viele Felder, wie diese in Oberösterreich, könnten hierzulande ohne ausländische Arbeitskräfte gar nicht mehr bewirtschaftet werden. Wenig Lohn, harte Arbeit. Deswegen kommen pro Jahr rund 15.000 Erntehelferinnen und Helfer nach Österreich, die meisten von ihnen aus dem benachbarten Osteuropa. Hier sieht man aber keine Menschen aus Rumänien, Ungarn oder Tschechien. Für Ewald Meyer bringen Vietnamesen die Ernte ein. Warum? Personalmangel, denn auch der Kampf um Saisonarbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft wird härter. Der Gemüseproduzent fand in Europa keine Leute mehr. Ein ungewöhnliches Bild jedenfalls und eines, das auch viel Unverständnis auslöste, in der Branche wie in der Bevölkerung. Da hat man halt so
Dinge gehört wie ja, CO2-Bilanz. Jetzt muss man die Leute so weit herfliegen. Hab mich selber auch beschäftigt, hab mir das angeschaut. Eine Palette Gemüse aus Spanien. Und was ist jetzt der Flug hin und retour von Vietnam? Da gibt es im Internet super Rechner. Und sie sind 9 Monate hier bei mir und müssen, um den Flug zu kompensieren, 7 Paletten Gemüse aus Spanien ersetzen. Also die 7 Paletten machen es oft in einem Tag. Also die CO2-Bilanz ist somit quasi mehr als ausgeglichen. Wohl eine kühle, aber auch kühne Rechnung. Aber 9 Monate in einem fremden Land, getrennt von Familie und Freunden. Was bringt die Leute, die aus 1000 Bewerbungen ausgewählt wurden, dennoch hierher? Der Hauptgrund ist natürlich das Geld. Ich kann hier mehr verdienen als zu Hause. Der zweite Grund ist aber, dass Österreich ein gutes Land ist mit guter Landwirtschaft. Ich kann hier Erfahrung sammeln und das neue Wissen dann mit nach Hause nehmen und mit den anderen teilen. Rund 1.500 Euro brutto bekommt ein Erntehelfer für die 40-Stunden-Woche. 200 davon werden für Wohnen, Lebensmittel und ein Auto abgezogen. Der Flug wird auch bezahlt. Warum das alles? In der Landwirtschaft geht es offenbar wirklich um jeden Cent. Da brauche ich jetzt noch gar nicht reden von Marokkanern, die illegal in Spanien arbeiten. Oder von irgendwelchen gestrandeten Flüchtlingen, die in Italien von der Mafia vermittelt werden. Sondern ich rede allein von deutschen Nachbarn, der 50 Kilometer da weg ist, der die ersten 70 Tage Saisonarbeiter ohne Lohnnebenkosten beschäftigen kann. Die haben zwar einen hohen Mindestlohn, brauchen aber für die ersten 70 Tage keine Lohnnebenkosten zahlen. Ne? Also da kriegt der Arbeitnehmer 12 Euro auf die Hand. Das kriegen meine nicht. Könnte ich unmöglich zahlen. Also mir kostet der Arbeitnehmer 22 Euro und kriegen dort aber um die 8 Euro in der Stunde. Verstehst du? Das ist viel interessanter, dass ich nach Deutschland gehe, dort arbeite, weil ich mehr kriege als Arbeitnehmer. Und der Bauer hat quasi fast die halben Lohnkosten, ne, gegenüber uns. Und das macht es so schwierig. Schwierig ist es gerade überall. Aber wo sind die Leute jetzt wirklich? Wir fassen zusammen. Erstens, sie arbeiten, so viele wie noch nie zuvor. Zweitens, sie gehen in Pension, auch so viele wie noch nie zuvor. Drittens, es kommen weniger nach, siehe geburtenschwache Jahrgänge. Viertens, sie können nicht arbeiten, auch wenn sie es wollten, Stichwort Kinderbetreuungssystem. Fünftens, sie sind den Betrieben zu alt. Sechstens, die Leute, vor allem die Jungen, haben andere Vorstellungen von einem guten Arbeitsplatz und da haben so manche Unternehmen noch ihre Probleme damit. Aber mal sehen, was die nächsten 365 Tage bringen. Wie der Personalmangel aussieht, wenn Teuerung und Inflation so wirklich ankommen, bei Privaten wie bei Unternehmen. Ich mache für heute jedenfalls Feierabend. Und Renate Rosner in ihrem bald zusperrenden Steirerstüberl auch. Ohne Hilfe in Küche und Schank wird das Steirerstüberl nach 12 Jahren für immer seine Pforten schließen. Ein Käufer ist schon in Sicht. Und ich schaue auch noch auf einen Sprung vorbei. Hallo. Ja, servus. Komm her. Dunkel war es, der Mond schien hell. Mann, danke. Wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich das letzte Seitel. So richtig Spaß macht mir das aber nicht, um ehrlich zu sein. Ich mag das eigentlich gar nicht austrinken ganz. Ich lasse das stehen, vielleicht geht es ja doch noch weiter. Schauen wir mal. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir.